Grüezi, die müssen jetzt mal noch frankieren, bitte. Ja, Anpost. Ja. Ja, das macht dann 2 Franken für Briefe und die Entschuldigung, nur so ein Gewunder. Was sind Sie von Beruf? Lehrerin. Wieso, was geht Sie da so? Lehrerin? Ein einziger Satz, 3 Fehler. 3 Fehler. Nach dem Lest kommt doch ein Komma und dann schreiben das mit 2 S und willkommen ist auch gerade noch falsch geschrieben. Was gehen Sie? Turnen. Das ist noch ein älterer Name, Herr Bronschhofer. Ich glaube, Sibyl Bronschhofer hat mir erzählt, dass ihr Vater bei der Post arbeitet. Also, Sie kennen Sibyl? Ja, sie geht zu mir in die Schule. Ich bin darum jetzt Aushilfe an der Schule, seit dem Frühling. Bleibe aber bis nach den Abschlussprüfungen. Ja, also dann. Ja, ist schon noch blöd, dass Mathe gerade doppelt zählt, gell, Sie, Herr Bronschhofer? Vor allem bei der Sibyl, die ja doch ein bisschen knapp ist dort. Was meint das mit dieser Postkarte? Das ist ja nicht wirklich... Nicht wirklich? Nein, das ist, Wisst ihr was? Ich schicke Ihnen die Karte express. Sehr gut. Und die anderen beiden bitte auch noch gerade. Frau, Kräbühl? Frau Kräbühl, kennen Sie den Herrn, der gerade reingekommen ist? Ja, natürlich kennen Sie ihn. Sie ist ja unser Schulpflegepräsident. Ja, na und? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihn interessiert, woher dass seine Lehrerinnen ihre Briefe schicken. Also, die Briefe gehen doch an die Zentralbibliothek. Ah ja. Komisch. Da steht bei mir Beate Use Versand und auf dem steht Minerva Begleitservice. Also, wie viel? Ein 5,5. Was, sind Sie wahnsinnig? Sibyl schafft nicht einmal einen 4er in der Mathe. Wenn Sie den wirklich eingeschrieben schicken an Beate... 4,5. Ein 5er, mein letztes Wort. Gut. Dann macht das noch 30 Franken. Für 3 Express.